Wieder wird es eng. Es gibt so viel Fracht, dass die Kapazität der Maschine wahrscheinlich nicht für alles ausreicht. Kapitän Ben Hesselink und die beiden Co-Piloten rechnen die Gewichte durch. Sie wollen mitnehmen, was geht. Der Frachtflug von Frankfurt Hahn nach Johannesburg ist oft ausgebucht. So auch heute. Während der Dispatcher mit den Logistikpartnern klärt, was unbedingt mitgenommen werden muss, planen die Frachtflieger ihren Flug. Es ist Donnerstagnachmittag. Bis Montag früh werden sie zusammen unterwegs sein. Langstrecken ohne Passagiere und Flugbegleiter. Manche Piloten mögen die Frachtfliegerei nicht, doch die drei haben Spaß daran. Sie bietet mehr Freiheit und auch einen Schuss Abenteuer. Frankfurt Hahn. Das ist das Flugzeug, eine Boeing 747-400 Special Freighter. Es wird bereits vorbetankt, um keine Zeit zu verlieren. Die genaue Spritmenge steht jedoch noch nicht fest. Auch die Techniker nutzen die Zeit, um kleinere Wartungen vorzunehmen. Dieser Jumbo war ursprünglich ein Passagierflugzeug. Dann wurde er zum Frachter umgebaut. Eine große Maschine. Doch hier ist alles vorhanden, was für den Betrieb benötigt wird. Die deutsche Airline hat mehrere Boeing 747 auf dem Hahn, wie man hier sagt, stationiert. Im Briefingraum wird gerechnet. Der Flug nach Johannesburg ist eine Langstrecke, für die eine Menge Sprit getankt werden muss. Der wiegt entsprechend viel. Dazu kommt, dass die Paletten heute relativ schwer beladen sind. Nun muss ganz genau berechnet werden, welche Fracht der Jumbo tatsächlich mitnehmen kann. Der Wind und ein paar Grad Temperaturunterschied beeinflussen die Startstrecke deutlich. In Frankfurt-Hahn stehen 3800 Meter zur Verfügung. Hast du den Wind? Die aktuellsten Wetterwerte fließen in die Startberechnung ein. 190 mit 1,3. Wir wiegen jetzt 387 Tonnen Take-off Weight und wir können 390 Tonnen jetzt abheben. Das heißt, es reicht gerade so? Es reicht gerade so. Aber ja, alles ist gesetzlich 100% so durchgerechnet, so dass das wird passen. Inzwischen wird die 747 unter Flur beladen. Es gibt in der Maschine zwei Ladeebenen. Die untere, die auch größere Passagierflugzeuge haben, und das Hauptdeck. Mit dem Abfertigen großer Frachter kennt man sich hier aus. Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist der fünftgrößte Frachtflughafen Deutschlands. Cargo-Airliner aus aller Welt sind regelmäßig zu sehen. Die Deutsche Frachtfluggesellschaft hat mit ihrer Boeing 747-Flotte sogar ihren Sitz hierher gelegt. Sie wurde 2008 gegründet. Der Umlauf führt heute Nacht 8.720 Kilometer nach Südafrika. 10 Stunden Flug. In Johannesburg haben die Piloten gut 2 Tage zur Erholung frei. Sonntagabend geht es weiter. Der Heimflug wird wieder in der Nacht sein. Mit Zwischenlandung in Nairobi, Kenia. Montagmorgen werden sie wieder in Deutschland eintreffen. Der Flug nach Johannesburg ist der längste des Umlaufs. Die Piloten nehmen so viel Fracht mit, wie es die Bedingungen zulassen. Die Limits werden akkurat eingehalten. Schließlich steht der Kapitän persönlich in der Verantwortung. Hier muss ich unterschreiben, dass ich alles gemacht habe, was gesetzlich verantwortlich ist. Das ist sehr wichtig, dieses alles zusammen. Weil mit diesen, wenn ich hier das unterschreibe, dann habe ich auch, wie ihr seht, ich erkläre, dass ich alles gesagt habe und durchgelesen habe. Und ich akzeptiere, dass ich alle Sachen gesetzlich gemacht habe. So, das ist sehr wichtig. Operation Flatland. Alle Papiere zusammensammeln, dann ist das Briefing fertig. Die Frachtmenge steht fest, auch das Hauptdeck kann nun beladen werden. Hier kommen die großen Stücke rein.
Zwei Lademeister weisen die Mitarbeiter an, was wo zu stehen hat. Die Highloader treten in Aktion. Die Piloten wurden mit einem Crewbus hergebracht. Es ist etwa eine Stunde vor Abflug. Piloten und Lademeister gleichen die Daten ab. Es ist eine internationale Crew. Die Lademeister leben in Südafrika. Die Piloten sind ein Niederländer, ein Belgier und ein Österreicher. Amtssprache ist Englisch. Das Cockpit und der Bereich, in dem sich alle während des Fluges aufhalten, befinden sich im obersten der drei Decks im markanten Höcker der Boeing 747. Die Fracht wird palettenweise durch die hintere Tür eingeladen. Ein Vorgang, der weitgehend mit Hilfe elektrischer Fördersysteme geschieht. John Organ und seine Frau Greta, die beiden Lademeister, sind eingespielt. Die Fracht nach Südafrika besteht zum Großteil aus hochwertigen Maschinenteilen, vor allem für die Fahrzeugindustrie. Schwere Güter, in Kartons aufeinander gestapelt und mit Netzen gesichert. Eine Palette wiegt zum Teil mehrere Tonnen. Rund 70 Tonnen Fracht sind auf diesem Flug dabei. Die Passagiere eines vollbesetzten Jumbos und ihr Gepäck wiegen zum Vergleich nur etwa 50 Tonnen. Wir machen so einen Ladeplan und nach dem wird dann eingeladen. Wir müssen den Schwerpunkt des Flugzeugs beachten. Er kann etwas hinten liegen, aber im Grunde muss es ausbalanciert sein, auch wenn man den Sprit berücksichtigt. Das ist das, worum es im Grunde geht. Wo früher einmal Passagiere saßen, finden nun standardisierte Paletten ihren Platz. Flugbegleiter gibt es auf einem Frachtflug nicht. Alle an Bord müssen sich selbst versorgen und können aus einer breiten Palette von Mahlzeiten auswählen. Vor jedem Flug werden die Vorräte üppig aufgestockt. Kalte und warme Speisen, Snacks, Obst, Getränke. Alkohol ist im Gegensatz zu Passagierflügen nicht dabei. Der Belgier Johann Melo sitzt beim Start links auf dem Platz des Kapitäns, und zwar heute zum ersten Mal. Bisher ist er Co-Pilot, nun wird er zum Kapitän umgeschult. Ein großer Karriereschritt. Ben Hesselink, der Niederländer im Team, ist nicht nur normaler Kapitän, sondern hat auch die Berechtigung, den Nachwuchs auszubilden. Der 62-Jährige war erst Militärpilot, dann viele Jahre bei der holländischen Staatsfluglinie und könnte sich mit seiner Rente eigentlich längst zur Ruhe setzen. Doch er ist auch nach all den Jahrzehnten immer noch vom Flugvirus infiziert und will einfach nicht aufhören. Speziell die Boeing 747 hat es ihm angetan und die Frachtfliegerei hat für ihn einen ganz besonderen Reiz. So nutzt er die Möglichkeit, noch bis zum 65. Geburtstag zu fliegen und sein Wissen weiterzugeben. Dann muss er aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufhören. Ja.
Im Cockpit füttern die Piloten die Computer mit der Flugstrecke und anderen wichtigen Daten. Ben wird beim Start rechts sitzen. Weil die Strecke so lang ist, sind 3 Piloten im Einsatz. Bei Start und Landung befinden sich alle im Cockpit. Während des Fluges wird jedoch immer einer Pause machen. Nun, vor dem Start, gibt es bestimmte Verfahren und Checklisten, die alle genau einzuhalten haben. So langsam verschwindet das Tageslicht. Es wird ein für die Fracht typischer Nachtflug. Der Flugzeugschlepper fährt schon einmal in Position. Treppe und Blöcke werden entfernt, dann kann es losgehen. Der Techniker steht mit dem Piloten in Kontakt, hat das Vorfeld im Blick und überwacht den Pushback. Werden die Triebwerke angelassen. Zuerst die beiden rechten, dann die beiden linken. Der ganze Vorgang wird im Cockpit mit großer Konzentration überwacht. Hier hört man die Triebwerke kaum. Deswegen zeigt der Blick auf die Instrumente, ob alles rund läuft und alle Werte stimmen. Mehrere Checklisten werden nun durchgearbeitet. Nach dem Lesen der Before-Taxi-Checkliste und der Freigabe durch den Tower setzt sich der Jumbo in Bewegung. Auf dem Hahn sind die Entfernungen kurz. Zur Startbahn ist es nicht weit. 40 Jahre lang war das ein Militärflugplatz. Mit dem Abzug der Amerikaner entschied man sich, ihn zu einem zivilen Flughafen zu konvertieren. Hier gibt es kein Nachtflugverbot und deswegen spielt der Flugplatz in der Luftfracht eine immer größere Rolle. Die Golf Bravo, so die Kennung der Maschine, ist an der Startbahn angekommen. Sie startet nicht direkt von der Einmündung, sondern rollt nun noch die Startbahn bis zum Ende und wird dort wenden. Um genügend Sicherheitsreserven zu haben, wird die ganze Startbahn benötigt. Mit Sprit und Ladung wiegt die Boeing 747 rund 388 Tonnen. Um diese Masse auf der 3800 Meter langen Bahn in die Luft zu bringen, werden die Triebwerke gleich auf die maximale Leistung gesetzt. Ohne nochmal zu bremsen, wollen die Piloten den Start aus der Drehung einleiten, um jeden Schwung mitzunehmen.